Hier in der Berliner Charité werden seit gestern alle planbaren Operationen abgesagt. Die Klinik braucht das Personal auf den Covid-19-Stationen, denn die Zahl der Corona-Patienten wächst. Notfälle und dringende Eingriffe werden zwar noch behandelt, aber der Chefvirologe der Charité, Christian Drosten, spricht bereits von einer echten Notfallsituation auf den Intensivstationen. Für ihn gibt es nur einen Ausweg aus der Pandemie. Wir haben 15 Millionen Leute, die eigentlich hätten geimpft sein können und die geimpft sein müssten. Wir müssen die Impflücken schließen, argumentiert er in seinem Podcast Das Coronavirus-Update. Doch die Impfkampagne geht nur schleppend voran. Impfzweifler lassen sich kaum noch überzeugen. Viele von denen, die sich jetzt den Peaks geben lassen, kommen nicht zum ersten Mal. Wir haben einen moderaten Anstieg an Erstimpfwilligen, aber natürlich letzte Woche ein sehr dynamischer Anstieg bei dem Thema Auffrischungsimpfung, Boosterimpfung. Mittlerweile haben wir bei solchen Impfaktionen wenigstens 50-60%, manchmal sogar bis 80-90% Auffrischungsimpfungen dabei. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker plädiert bei weiter stagnierender Impfbereitschaft für eine Impfpflicht. Ich fürchte, dass wenn wir bis Weihnachten keinen richtigen Schub bei der Impfquote haben, werden wir über eine Impfpflicht für alle diskutieren müssen, sagt sie. Es kann ja jetzt nicht auf Dauer so weitergehen mit den Einschränkungen in unserem Leben. Um die Auffrischungsimpfungen voranzutreiben, will Bayern seine Impfzentren wieder hochfahren. Und sie könnten bald mehr Ansturm bekommen. Denn Ministerpräsident Söder hat bereits laut darüber nachgedacht, dass Geimpfte ihren geimpften Status nach 9 Monaten verlieren könnten. Grund ist die nachlassende Wirkung der Impfstoffe. Söder hat die Ständige Impfkommission bereits aufgefordert, eine entsprechende Empfehlung zu prüfen.